liebe Abonnenten, liebe Zuschauer meines Kanals, an dieser Stelle für euch und eure Familien ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet und werdet auch noch schöne Feiertage haben. Wenn du keinen Weihnachten feierst, dann hoffe ich trotzdem, dass du die Ruhe dieser Feiertage einfach spürst und aufnehmen kannst und dass sie dir einfach etwas Energie geben, gerade in der speziellen Situation, in der wir uns gerade befinden. Allen anderen wünsche ich einfach frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten im Kreise eurer Liebsten, die ihr hoffentlich sehen könnt bzw. sehen wollt. Ich möchte an der Stelle auch ein ganz, ganz großes Danke an euch loswerden. Vielen Dank für eure Unterstützung in 2020, für eure Kommentare, für eure Daumen nach oben, für eure Daumen nach unten, für eure Kritiken. Es war ein super schönes Jahr für mich auf diesem Kanal hier. Ich habe diesen Kanal ja im Februar diesen Jahres erst gestartet. Habe jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Video aufnehme, also ein paar Tage vor Weihnachten, bevor du dieses Video jetzt siehst, habe ich 441 Abonnenten. Das hätte ich niemals erwartet, dass mir so viele Menschen folgen werden. So viele Freunde, so viele Vereinskollegen und so viele Familienangehörige habe ich nicht. Das kann ich dir versprechen. Ich habe auch keinen einzigen gekauft von diesen Abonnenten. Und ich weiß auch, dass ich im Vergleich zu anderen Kanälen natürlich nicht super unterhaltsam bin oder irgendwelche tollen Videoschnitte habe und tolle Musik und pipapo. Und deswegen bin ich einfach ja nochmal doppelt happy über dieses Resultat in Anführungszeichen. Mich freut es einfach zu sehen, wie dieser Kanal wächst. Mir macht das immer noch nach wie vor super viel Spaß, Videos für euch zu produzieren. Ich habe leider immer noch ein paar technische Limitierungen, die sich bei mir eben eingestellt haben. Das heißt, jedes Video dauert im Moment relativ lange zum Bearbeiten. Deshalb sind auch in den letzten 2 Monaten teilweise nicht mehr jede Woche ein Video gekommen, sondern eben nur noch alle 2 Wochen, weil ich einfach nicht mehr hinterhergekommen bin. Es war dann auch mal auf der Arbeit eine ganze Zeit lang etwas stressiger und ja, das seht ihr mir hoffentlich nach. Ich denke aber trotzdem, dass ich vielen guten Content für euch bieten konnte und ihr doch schon hoffentlich das ein oder andere mitnehmen konntet und für eure eigene Angelerei umsetzen konntet und einfach somit mehr Spaß, mehr Freude und auch vor allem mehr Erfolg am Wasser gehabt habt oder haben werdet. Das ist mir besonders wichtig, weil ich diesen Kanal zwar in erster Linie für mich mache, aber er soll dir, er soll euch natürlich auch einen gewissen Mehrwert bieten und soll euch auch Spaß machen und euch weiterbringen in eurer Anglerei. Ich angle einfach schon sehr, sehr lang. Ich bin sicherlich kein super Spezialist in vielen Angeldisziplinen, aber ich denke schon, gerade für Anfänger und Fortgeschrittene kann ich doch den einen oder anderen Tipp noch verraten, den ich mir eben angeeignet habe. Das ist mir ganz wichtig und dafür ist es eben auch sehr, sehr wichtig, von euch Feedback zu bekommen. Wie kommen die Videos bei euch an? Ja, aber auch was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Fragen an mich, zu meiner Person, zu meiner Angelerei? Aber auch was Videos betrifft, die euch persönlich interessieren, Angelmethoden. Und lasst es mich gerne hier in den Kommentaren wissen, egal unter welchem Video. Heute freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Video kommentiert. Dann habe ich eben einen Ort, wo ich eben nachschauen kann und gucken kann, was interessiert meine Community, was interessiert euch? Die meisten von euch kenne ich nicht persönlich. Ja, ihr seid quasi alle anonym erstmal für mich und ich weiß nicht genau, was euch so umtreibt in eurer Angelerei, was euch interessiert. Deswegen kommentiert. Ja, die Daumen nach oben, die Daumen nach unten, die zeigen mir natürlich auch, ob ein Video gut oder schlecht ankommt, aber geschriebene Worte und wenn es auch nur 1, 2 Sätze sind, sind doch wirklich für mich nochmal schöner einfach. Das ist meine große Bitte. Viele von euch haben das schon gemacht. Einige sind auch schon per E-Mail mit mir in Kontakt getreten. E-Mail-Adresse findest du übrigens bei dem Kanal, also im Bereich Kanalinfo. Da gibt es also meine Kontaktdaten. Da kannst du mich jederzeit auch anschreiben und mir eine Frage stellen, Kommentar zu einem Video auch per E-Mail schicken oder Anregungen einfach für neue Videoideen. Würde mich total freuen, von dir zu hören. Trotzdem natürlich, auch wenn du das jetzt nicht wahrnehmen solltest, ganz, ganz vielen Dank für deine Unterstützung. Wie gesagt, das bedeutet mir mega, mega, mega viel. Und ja, ich sage jetzt einfach mal an der Stelle, ohne wirklich auf dieses Jahr zurückzublicken und einen Ausblick zu geben auf das nächste Jahr. Ich möchte, dass es so weitergeht, dass weiterhin so regelmäßig Videos kommen und einfach du mit meinen Videos zufrieden bist. Und
Das ist für mich ja der größte Lohn überhaupt. Wenn du darüber hinaus natürlich meinen Kanal unterstützen willst, findest du eigentlich unter jedem Video auch Links zu Amazon oder zu anderen Shops. Und es ist so, wenn du über diese Links kaufst, dann kriege ich eine kleine Provision und du lässt mir dann im Prinzip indirekt so einen kleinen Obolus zu, der mir einfach hilft, hier in das Kamera- und Mikrofon-Equipment weiter zu investieren, dass die Videoqualität einfach weiter verbessert wird. Ich kann natürlich neue Sachen mir kaufen zum Angeln, die ich dir dann beim Angeln zeige. Das freut mich natürlich auch immer, wenn ich auf diesem Wege noch ein bisschen Unterstützung bekomme. Ansonsten, wenn du darauf keine Lust hast, bleib einfach dabei, schau dir meine Videos an und ja, gib wenigstens einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ich hoffe jetzt einfach für die nächsten Tage, dass du mit deiner Familie, mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden eine gute Zeit verbringst. Dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, gesund bleibt. Ich hoffe, dass ihr durch dieses Jahr einfach gut durchgekommen seid, was Gesundheit betrifft, aber auch was den Job betrifft, dass da keiner von euch, außer vielleicht mal einer vorübergehenden Kurzarbeit, wirklich stark darunter leiden musste. Ich persönlich habe für mich dieses Jahr eigentlich sehr, sehr positiv auch wahrgenommen. Man kommt so ein bisschen wieder zu sich. Es hat mir auch sehr, sehr viel Zeit gegeben für meine Anglerei. Ich war normalerweise beruflich relativ stark eingebunden, bin ich immer noch, aber ich war relativ oft unterwegs, auch über Nacht, mehrere Tage und entsprechend wenig zu Hause, was es für mich dann einfach sehr schwierig gemacht hat, am Wochenende noch wirklich sehr, sehr regelmäßig ans Wasser zu kommen. Das hat sich dieses Jahr definitiv geändert. Ich habe sehr, sehr viel Zeit am Wasser verbracht, mehr Zeit als die letzten Jahre, konnte einige schöne Fische fangen, dadurch auch. Und habe auch einfach gesehen, wie wichtig mir diese Zeit ist für mich, für meinen inneren Seelenfrieden, für meine Ruhe, für meine Zufriedenheit. Und habe mir vorgenommen, und das ist so mein größter Weihnachtswunsch, dass ich das einfach im nächsten Jahr dann ein Stück weit weiter so machen kann. Natürlich wünsche ich mir in erster Linie fürs nächste Jahr, dass meine Familie und ich gesund bleiben und meine Freunde natürlich. Und dass es einfach auch mit der Wirtschaft gut weitergeht, dass wir diese Krise meistern, das ist natürlich mein größter Wunsch. Aber als Angler gesprochen, würde ich mir einfach wünschen, dass ich weiterhin so viel Zeit in dieser Regelmäßigkeit am Wasser verbringen kann. Das Gleiche wünsche ich dir auch und hoffe ich auch für dich. Wie gesagt, es gibt an der Stelle jetzt noch keinen Jahresrückblick, weil den möchte ich separat aufnehmen. Und das soll dann ein Silvestervideo geben mit einem Jahresrückblick und auch einem Ausblick auf das nächste Jahr. Da habe ich mir die letzten Tagen, Wochen schon einige Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll hier auf dem Kanal. Ich will also nicht wirklich stehen bleiben oder mich zurückentwickeln, sondern ja, möchte mich einfach immer im Gegenteil immer weiterentwickeln. Es wird auch gleich im Anschluss noch oder was heißt nicht im Anschluss an dieses Video direkt, ein weiteres Video heute geben, aber wenn du in 2 Stunden hier nochmal auf den Kanal kommst, dann wirst du ein weiteres Video sehen. Da geht es wieder um ein richtiges Angelthema und zwar wird das mein 2. Unboxing-Video. Ich weiß, manche mögen das, manche hassen Unboxing-Videos oder finden sie langweilig. An der Stelle will ich auch gar nicht viel Spannung aufbauen oder Spannung zerstören. Der Weihnachtsmann hat etwas früher bei mir geklingelt, der hat mir vor ungefähr einer Woche ein Paket gebracht, ein Weihnachtsgeschenk, was ich mir selbst gemacht habe, vor einigen Wochen mittlerweile schon. Und jetzt ist dieses Paket aus Fernost endlich bei mir angekommen und das möchte ich nachher mit dir auspacken und mir dieses Angelgerät anschauen, was ich mir da gekauft habe. Es wird auch einen Einfluss haben auf das nächste Jahr und ein Teil meiner Anglerei. Es wird auch zu diesem Ausrüstungsgegenstand noch ein paar weitere Videos geben, sicherlich. Das habe ich zumindest mal geplant, festgeplant. Und wenn du das Ganze spannend findest und 2 Stunden wieder Zeit hast, dann, wie gesagt, komm zurück auf meinen Kanal und schalte wieder ein und zieh dir dieses Unboxing-Video rein. Wenn du dafür keine Zeit hast, freue ich mich natürlich, wenn du es die nächsten Tage dann nachholst, wenn du vielleicht dann in 2 Stunden mit deiner Familie irgendwo oder mit deinen Freunden Zeit verbringst, dann mach das bitte lieber, anstatt bei YouTube mein Video zu schauen. Das ist definitiv wichtiger, aber du kannst natürlich nachholen. Das Video ist ja online dann und würde mich mega freuen. Wenn du darauf keine Lust hast, dann würde es mich total freuen, wenn du in der Woche wieder einschaltest zum Silvestervideo. Wie gesagt, da wird es einen kleinen Jahresrückblick geben und einen Ausblick auf das nächste Jahr. Und in der Zwischenzeit hoffe ich einfach mal, dass du gesund bleibst, dass deine Familie gesund bleibt, deine Freunde, dass du eine gute Zeit hast. Vielleicht schaffst du es ja nochmal ans Wasser zu kommen und nochmal zumindest mal ein paar Stunden zu angeln. Ich habe das fest vor. Mal gucken, ob es klappt bei mir. Ich muss auch noch 2 Tage arbeiten zwischen den Jahren. Mal schauen.
Habt noch ein schönes Wochenende. Lasst die Feiertage gut, ruhig, besinnlich und ja, mit hoffentlich allerlei Leckereien ausklingen. Ja, ich freue mich einfach total auf das nächste Video wieder für dich und hoffentlich wieder mit dir. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald.